Es ist schon wieder soweit, Montag 19 Uhr. Heute Abend möchte ich mit einem kräftigen Frankfurter Lau das Webinar eröffnen. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Mein Name ist Markus Landau und ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich mit dabei sind, auch wenn heute Rosenmontag ist und viele in den verschiedenen Regionen heute nicht gearbeitet haben oder anderweitig unterwegs sind, am Feiern sind. Wir sind hier mit unserem Webinar unterwegs. Aufgrund eines Krankheitsfalls möchte ich heute anstelle von Gabor Vogel, unserem Rohstoffexperten der DZ-Bank, unser bekanntes Zweiergespann Armin und Dirk mit der technischen Analyse begrüßen. Ich möchte auch mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie so rege an der Webinarumfrage in den letzten 2 Wochen teilgenommen haben und starte somit mit der Agenda, damit wir gleich einsteigen können. Ja, der erste Punkt, wie gewohnt, wenn Armin und Dirk bei uns zu Gast sind, the big picture wird beleuchtet, technische Analyse zum DAX, Währung, Renten und Rohstoffen. Das wird Dirk und Armin gleich übernehmen. Danach gibt es noch eine Trading-Strategie von mir zum DAX und Fragen wieder zwischenzeitlich beantworten, das versuchen wir zumindest, oder dann im Nachgang. Bevor wir allerdings dann direkt zur Sache kommen, wieder die rechtlichen Hinweise, 3 wichtige Punkte, die ich nicht vergessen darf. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Der zweite Punkt ist, die Produkthinweise im Webinar zu den Hebelprodukten erfolgen zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Und bei Hebelprodukten sind 2 wichtige Punkte zu beachten. Einmal das Totalverlustrisiko und das Emittentenrisiko, sprich das Ausfallrisiko, was auch immer wieder beachtet werden muss. Ja, und das waren meine einleitenden Worte. Ich würde jetzt in Kürze übergeben an den Armin, der jetzt auf mich folgt. Und dann komme ich wieder mit der Trading-Strategie und dann geht es zum ganz normalen Prozedere über. Ja. Armin, du bist dran. Danke, Markus. Dann hole ich mir jetzt erstmal wie immer die Moderatorenrechte. So, jetzt habe ich sie. Und ja, dann möchte ich auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Abend, auch mit einem kräftigen Hello aus unserem schönen Frankfurt. Da wir ja kurzfristig eingesprungen sind, mache ich das heute nicht so ausführlich wie gewohnt, sondern der Vortrag heute hatte mehr oder weniger Update-Charakter zu dem, was wir vor 2 Wochen, war es, glaube ich, gesagt haben. Und ich möchte auch gleich starten, nur ganz kurz nochmal hier die rechtlichen Hinweise, bevor ich dann loslege, wie immer mit dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Und da schauen wir uns auch gleich sofort unsere altbekannte Grafik mit den verschiedenen Zyklusverläufen an, die ja ganz wichtig unsere Blaupausen, unsere groben Leitplanken für das Jahr 2017 bilden. Und ja, wir haben zunächst einmal fokussiert auf den 4-Jahres-Zyklus, den US-Präsidentschaftszyklus, wobei wir hier 2 Blaupausen hatten. Einmal hier das normale Nachwahljahr, ein allgemeines Nachwahljahr im US-Präsidentschaftswahlzyklus, das ist hier die orangefarbene Linie, und dann den Spezialfall, nämlich wenn sich nach einer Wahl ein Wechsel im Weißen Haus ergeben hat, also dann ein Amtswechsel Nachwahljahr, das ist hier die graue Linie, die sich zumindest mit der orangefarbenen Linie in etwa deckt, was Q1 und Q2 betrifft. Und dann hier im 3. Quartal, da geht es so ein bisschen auseinander, da haben wir ganz unterschiedliche Verläufe. Und dann haben wir noch den Dekadenzyklus, das ist hier die schwarze Linie, die Sie sehen, in einem typischen 7er-Jahr. Und jetzt haben wir natürlich festgestellt, wie Sie auch alle wissen, dass wenn Sie den US-amerikanischen Markt in den letzten 2 Wochen beobachtet haben, dass er nochmal richtig nach oben abgegangen ist, eigentlich entgegen unserer Erwartung, muss man so klar sagen. Und ja, es scheint momentan wirklich so zu sein, dass der US-Aktienmarkt jetzt eben nicht dem 4-Jahres-Zyklusverlauf folgt, sondern eher dem Dekadenzyklus. Das kann man insbesondere hier in den letzten 4 Wochen erkennen, seit Februarbeginn hier der aufwärtsgerichtete Verlauf. Aber wir sehen eben auch, dass dieser Dekadenzyklus jetzt hier, und zwar ziemlich genau Mitte des Monats Februar, das ist eigentlich auch schon in der letzten Woche passiert, hier seinen Zenit überschritten hat, seinen Zenit durchlaufen hat, und dass wir jetzt hier eigentlich über den Rest des 1. Quartals bis etwa Anfang April mehr oder weniger hier abwärts bzw. seitwärts gerichtet verlaufen, aber eben nicht mehr die Rallye fortsetzen. Eine Fortsetzung der Hosse, also eine Fortsetzung des primären Aufwärtstrends,
Die rückt dann eigentlich erst, wie gesagt, etwa Anfang April auf die Agenda und dann können wir nochmal mit einer sehr schönen Rallye bis in den Sommer hinein rechnen, aber eben nicht jetzt, wo wir eben zu lange, zu stark nach oben gelaufen sind. Und insofern schauen wir uns an, wie jetzt eben die Chancen sind, dass sich tatsächlich auch mal eine Korrektur durchsetzt, die wir eigentlich auch schon vor 2 Wochen auf der Agenda hatten. Hier zunächst mal dann der S&P 500. Und da waren wir auch letztes Mal schon hier an der oberen Begrenzung dieses primären Aufwärtstrendkanals, der eigentlich auch schon sehr, sehr lange Bestand hat. Es hat sich ja hier im Januar, Februar des letzten Jahres, nämlich 2016, hier dieses Tief gebildet. Und dann ist der S&P 500 eigentlich sehr, sehr schön innerhalb dieses Kanals verlaufen. Ja, und jetzt haben wir aber zuletzt hier einen Ausbruchsversuch nach oben gesehen. Und zwar versucht der S&P 500 hier tatsächlich über die obere Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals nach oben wegzugehen. Im Allgemeinen kann das natürlich immer auch eine positive Trendbeschleunigung bedeuten. Aber natürlich genauso gut kommt hier ein Fehlausbruch in Frage und wir wollen uns dann im Folgenden jetzt genau anschauen, was hier die wahrscheinliche Variante ist. Und dazu müssen wir uns natürlich auch mal den altbekannten Dow anschauen, Dow Jones Industrial Average, der momentan auch von einem Hoch zum anderen eilt, recht dynamisch hier, eine Serie von vielen weißen Tageskerzen hintereinander. Aber was wir hier erkennen können, wenn Sie mal rechts unten im Chart schauen, die Volumenbalken, die sind eigentlich mit jedem Tag schön rückläufig. Das heißt, wir haben hier nicht mehr die Situation, dass das Volumen mit dem Preis, also mit der Kursbewegung ansteigt, sondern das Gegenteil ist der Fall, dass die Volumina sukzessive mit jedem Tag mit einem neuen Bewegungshoch einfach rückläufig sind. Und das Ganze passiert zeitgleich mit einem Transportindex, Dow Jones Transportation Average, der mehr oder weniger noch in seiner Seitwärtsbewegung gefangen ist. Also die Hochpunkte im Dow Jones Industrial nicht mitgeht, nicht bestätigt. Insofern hier von der Dow-Theorie ein markantes Warnsignal, Armin, denn wir wissen, ja. ganz kurz, ich glaube, wir sehen hier, das Bild ist weg. Kannst du nochmal schauen, bitte, ob das Bild, dass das Bild nochmal einstellst? Das Bild. Dass du die Moderatorenrechte nochmal nimmst. Okay. Ich guck nochmal. Jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Ist das Bild wieder da? Ist wieder da. Alles klar, danke dir. Das Bild ist wieder da, okay. Alles klar, dann mache ich mal hier weiter. Okay, also wir haben hier, Moment, ich muss mal so, ja. So, genau, jetzt haben wir die Präse wieder. Ja, im Transportindex haben wir zuletzt versucht, nach oben auszubrechen, also das Bewegungshoch bei den Industriewerten zu bestätigen. Gut, habe ich schon erwähnt, haben wir nicht geschafft. Momentan kämpft der Transportindex hier noch mit der Ausbruchsmarke, ist eigentlich im Grunde wieder zurückgefallen und hier kann man schon fast so etwas wie einen Fehlausbruch konstatieren. Und wir wissen eben aus der Dow-Theorie, dass in einer gesunden Hosse, die sich im Anschluss auch noch fortsetzen soll, dass da die Industrie und die Transportwerte sich immer gegenseitig bestätigen müssen. Das heißt, die müssen synchron laufen, gleichgerichtet laufen und wenn einer der beiden Indizes das nicht mehr mitgeht und nicht mehr mitzieht, dann ist zumindest Vorsicht geboten und diese Situation haben wir eben jetzt. Darüber hinaus kann man auch sagen, dass hier gerade bei den Transportwerten wir in den letzten 3 Monaten eine Situation haben, wo hier Anfang Dezember, und da war die Trump-Rallye zumindest in diesem Index schon zum größten Teil gelaufen, da sind auf einmal die Volumina sprunghaft angestiegen und jetzt haben wir eigentlich seit 3 Monaten hier die Handelsumsätze auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das spricht für mich eigentlich auch eher dafür, dass der Markt hier irgendwo oben ist und nicht mehr dynamisch nach oben durchzieht. Also insgesamt ist es auch eine klassische Konstellation im Vorfeld einer Korrekturbewegung. Und dann habe ich heute nochmal einen Chart mitgebracht, wo wir nochmal sehen können, wie überkauft wir eigentlich in den USA sind. Und zwar sehen Sie hier den Dow Jones Industrial Average langfristig mit seiner 250-Tage-Linie. Und da haben wir unten den Indikator, den prozentualen Abstand zur 250-Tage-Linie. Immer wenn der Index sich zu weit, oder zu lange, zu weit von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt, dann gibt es so einen Effekt, dass der Index eben wieder in die Richtung dieser wichtigen Linie zurückschnappt. Und der kritische Schwellenwert, der da erreicht werden muss, war eigentlich in den letzten 4 Jahren immer so um die 13, 14%. Und diesen Schwellenwert haben wir aktuell erreicht. Wenn Sie ganz links unten an den Bildrand mal schauen,
Da gab es eine Situation, wo der DAO sich mal etwa 20% von seiner 250-Tage-Linie entfernt hat. Aber das war eine absolute Ausnahmesituation, denn das war hier eigentlich in der ersten Zeit nach Beginn der übergeordneten Hosse 2009. Und ich denke mal, in der aktuellen Situation haben wir eine ganz andere Lage. Und deswegen haben wir hier in den letzten 4 Jahren immer diesen Schwellenwert von 13 bis 14% Abstand, wo es dann eigentlich im Anschluss mal zu Korrekturen kommen muss. Die letzten Situationen haben wir hier mal auf der Vertikalen abgetragen. Da kam es also jeweils zu relativ deutlichen. Sieht sich hier im Chart nicht so deutlich aus, aber ist prozentual schon so Richtung 5% immer runtergegangen. Und das ist ja vom heutigen Niveau durchaus eine ganze Menge. Dann schauen wir uns das Sentiment an. Das wird immer heißer, momentan schon siedend heiß. Die NDR Crowd Sentiment Poll, die ein gesamtes Aggregat verschiedener einzelner Sentimentindikatoren ist. Und hier haben wir einen kritischen Schwellenwert bei etwa 72. Und in den letzten 5 Jahren wurde dieser Wert eigentlich zweimal erreicht bzw. leicht überschritten. Und das sind hier die Situationen Anfang 2014 und Ende 2014. Ich glaube, das muss hier im Dezember gewesen sein. Und im Anschluss haben wir auch hier eine 5- bzw. 7-prozentige Korrektur gesehen. Und wir haben momentan also eigentlich eine fast die gleiche sentimenttechnische Situation wie damals. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Baustein in unserer Argumentation, dass der Markt jetzt tatsächlich mal in eine Konsolidierung übergehen muss. Und das einfach hier nicht so weitergeht, vor allen Dingen nicht in der Dynamik, nicht mit dem Anstiegswinkel und nicht mit der Geschwindigkeit. Also da sollte jetzt die nächsten Wochen definitiv was auf der Unterseite passieren. Diese NDR Crowd Sentiment Poll, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, die wird auch bestätigt von den harten Sentimentindikatoren, also sprich von den gehandelten, von den Optionen, CBOE Put Call Ratio. Hier waren wir zuletzt auch auf einem Jahrestief in der 5-Tage-Glättung. Und wir können auch sehen, dass wir gerade jetzt in der letzten Bewegung, wo der Markt nochmal nach oben hier beschleunigt hat, dass da die Absicherungen geradezu geflogen sind. Nämlich hier mit dem letzten Zacken nach unten, den Sie hier sehen. Und das ist dann quasi, deutet in die genau gleiche Richtung wie der Sentiment-Indikator, den ich Ihnen auf der vorherigen Folie vorgestellt habe. Und wenn wir das also zusammennehmen, dann müssen wir einfach sagen, dass hier ja, nahezu ein euphorisches Stimmungsbild am US-Markt vorherrscht und das eben mit den entsprechenden Konsequenzen, wenn die Mehrheit so deutlich bullish ist, dann hat die Mehrheit natürlich eben entsprechend auch stark gekauft oder sich entsprechend positioniert. Wie gesagt, hier sieht man es auch mal nochmal. Und dann dürfte für die Zukunft einfach oder für die nahe Zukunft die Nachfrage ausfallen. Und genau diese Nachfrage bräuchten wir aber, um diese Hosse weiter zu befeuern. Und daher ist es also ein starkes Indiz in Richtung einer Korrekturbewegung. Und da möchte ich nochmal zusammenfassen, die einzelnen Punkte zum US-Markt. Wir haben zwar einen Ausbruchsversuch aus dem langfristigen aufwärtsgerichteten Trendkanal im S&P 500 gesehen, aber wir bezweifeln, dass daraus eine letzten Endes eine positive Trendbeschleunigung erwächst, sondern wir denken, dass wir wieder zurück in den Kanal fallen. Und das Signal hierzu oder das Preissignal hierzu wäre in einem Wiederabtauchen unter die Marke von 2350 Punkten. Wir haben einfach zu viele verschiedene Indikatoren, die uns momentan aufzeigen, dass die Trump-Rallye jetzt heiß gelaufen ist und dass es kaum noch weiteres Steigerungspotenzial gibt. Wie gesagt, Sentiment einmal, aber natürlich nicht nur das Sentiment, sondern auch beispielsweise der Abstand eben zur 250-Tage-Linie im DAO. Das sind alles so Einzelpunkte, die eben dafür sprechen, dass es jetzt kurzfristig kaum noch weiter nach oben gehen kann. Und dann nicht zuletzt natürlich haben wir die Nichtbestätigung bzw. Divergenz zwischen den DAO-Industrie- und Transportwerten. Halte ich persönlich auch für ganz wichtig, bin ich ein absoluter Fan davon, von der DAO-Theorie, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Natürlich ist das kein Timing-Indikator, kein Timing-Tool, wie wir natürlich gerade jetzt zuletzt auch gesehen haben, aber dennoch ein markantes Warnsignal, was einfach für eine Korrektur spricht. Und daher haben wir jetzt mal in den letzten Punkt hier unten geschrieben, dass eine 5% Korrektur in so einer Konstellation
und durchaus typisch wäre. Und das ist dann also das, was wir dann tatsächlich, wenn es endlich mal diese Preissignale vorliegen, was wir dann auf der Unterseite auch erwarten können. Dann komme ich zum DAX. Da haben wir eigentlich auch zuletzt gesagt, dass wir hier seit dem 26. Januar in einer intakten Konsolidierung, in einer intakten Korrekturbewegung sind und haben dann nach dem Wiederanlaufen an das Hoch eigentlich noch eine C-Welle im Rahmen einer ABC-Korrektur erwartet. Diesen Gefallen hat uns der DAX dann nicht getan. Wir haben stattdessen ein neues Bewegungshoch herausgebildet, oberhalb von 11.890 Punkten. Das war hier das Hoch vom 26. Januar. Und dann hatte sich eigentlich ein sauberes oder sauber ableitbares Anschlusspotenzial ergeben bis 12.150. Das wäre dann hier das 161,8% Fibonacci Retracement eben dieser Konsolidierungsbewegung gewesen. Aber auch dieses Potenzial konnte der DAX dann im Anschluss nicht ausschöpfen. Im Gegenteil, er hat dann auch hier wieder ein Wiederabtauchen unter diese Ausbruchsmarke gezeigt und fast deckungsgleich eine Candlestick, eine negative Candlestick-technische Umkehr herausgebildet, ein sogenanntes Tower Top. Deswegen haben wir hier jetzt sogar zwei solche Tower Tops, also einen Turm, herausgebildet. Und auch heute haben wir gesehen, dass trotz einer recht ordentlichen Eröffnung heute Morgen heute keine Nachfrage zu verzeichnen war am Aktienmarkt. Im Gegenteil, hier auch nochmal eine schwarze Kerze. Und ja, das spricht alles auch so ein bisschen dafür, dass auch auf der mittelfristigen Ebene hier jetzt einfach das Momentum nicht mehr stimmt und dass wir eigentlich auch hier nochmal auf der Unterseite weiter so eine Konsolidierung herausbilden sollten. Gerade eben auch, wenn die Amerikaner wirklich jetzt mal in eine ernste oder weitergehende Korrekturbewegung einmünden, dass dann der DAX eigentlich keine Chance hat, hier seinen Aufwärtstrend noch weiter fortzusetzen. Und hier wäre es für dieses Szenario wünschenswert, wenn der DAX hier dieses letzte Reaktionstief im tertiären Aufwärtstrend bei 11.690 Punkten von oben nach unten nachhaltig durchschlagen würde. Und dann hätten wir in einem ersten Schritt mal direkt hier weiteres Abwärtsrisiko bis 11.400, beziehungsweise wir haben hier aufsteigende Reaktionshochs bei 11.400, 11.425 und 11.480. Aber die gesamte Region wäre dann dazu angetan, wieder getestet zu werden. Und dann muss man natürlich im übernächsten Schritt sehen, ob das überhaupt hält. Wie gesagt, wenn die Amerikaner tatsächlich in eine 5% Korrektur übergehen würden, dann wäre auch hier im DAX die 11.400 wahrscheinlich zur Disposition. Dann schauen wir uns mal den Wochenchart im DAX an. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir haben ja zum einen hier auch sauber die obere Begrenzung dieses langfristigen Aufwärtstrendkanals getestet und in der letzten Woche haben wir einen Shooting Star als Wochenkerze herausgebildet. Das ist also eine Kerze mit einem längeren oberen Schatten oder Docht. Und das spricht auch dafür, dass wir hier oben eben keine Nachfrage, sondern Angebotsüberhänge haben. Und das wäre ideal, wenn diese Wochenkerze, Shooting Star Wochenkerze, auch in dieser Woche bestätigt würde, indem wir jetzt auch also weiter nach unten gingen. Und das wäre also dann auch noch ein zusätzliches Indiz dafür, dass wir hier zumindest mal wieder die 11.400 antesten. Im längerfristigen Bild sieht das Ganze so aus. Das ist also jetzt hier von 2011, intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Und wir haben auch gesagt, dass wir jetzt keine Bässe, keinen Bärenmarkt erwarten, sondern das, was wir jetzt eigentlich sehen wollen, ist eine Korrektur in dem Aufwärtstrend, insbesondere hier in dem Aufwärtstrend von Februar 2016, der auch hier schon zweimal durch, ja, einmal hier eine kräftige Korrektur und einmal hier durch eine seitwärts gerichtete Konsolidierung mehr oder weniger unterbrochen wurde. Und da ist jetzt einfach mit dem nächsten Abtauchen zu rechnen. Wir haben das mal hier so ein bisschen stilisiert. Und dann im übernächsten Schritt erwarten wir eigentlich auch, wie unsere zyklischen Blaupausen das zeigen, nochmal einen richtigen Angriff nach oben. Und der wäre dann voraussichtlich auch dazu angetan, hier ein neues Allzeithoch oberhalb von 12.390 Punkten herauszubilden. Das ist ja das bisherige Hoch vom April 2015. Und das wäre also im nächsten Anlauf tatsächlich nach oben zu nehmen. Und dann könnten wir uns gut vorstellen, dass wir im Bereich um 13.300 dann ein technisch sinnvoll herzuleitendes Kursziel haben.
Ja, was kann man noch zum DAX sagen? Ich wollte auch nochmal hier den strategischen Bias von Sentix mitbringen. Und hier haben wir nämlich, hier sehen wir nämlich, dass die Kaufbereitschaft, die dieser Indikator ausdrückt, genau genommen handelt es sich um die 6-Monats-Erwartung in Bezug auf den DAX. Man könnte auch sagen, es ist die Wertwahrnehmung von Seiten der Marktteilnehmer in Bezug auf den DAX. Dahinter verbirgt sich so eine Art latente Kaufbereitschaft oder eben nicht. Sagt aus, sind die Marktteilnehmer eher bereit zu kaufen oder eher zu verkaufen? Ja, und dieser Indikator ist einfach jetzt rückläufig und das schon seit geraumer Zeit, nämlich seit Oktober, November des letzten Jahres. Und der DAX geht quasi in der gleichen Zeit schnurstracks nach oben und diese Kaufbereitschaft, die sinkt und sinkt und sinkt. Und auch das ist ein wichtiges Indiz, was wir einfach nochmal hier bringen wollten heute im Webinar und eben auch in Richtung weitergehende Korrektur für den DAX geht. Dann komme ich noch zu der relativen Stärke, die hatte ich auch schon im letzten Webinar mitgebracht, weil wir eben sehen, dass die Amerikaner einfach von hoch zu hoch eilen, aber in Europa wir durchaus nicht diese Dynamik haben, den Aufwärtstrends eben eigentlich mehr oder weniger nur seitwärts gehen. Hier kann man es nochmal schön orange auf weiß sehen, der relative Stärke-Spread des Stoxx 600, das ist das europäische Pendant, sage ich mal, zum S&P 500. Und da sind wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren, verlaufen wir hier abwärts gerichtet. Der Ausschnitt, den ich hier mitgebracht habe, ist ein halbes Jahr, also 6 Monate zurück. Und da können wir auch hier sehen, dass wir nach einem Intermezzo, sage ich mal, wo wir in Europa mal vorübergehend eine Phase der relativen Stärke aufgebaut haben, hier von Ende November bis Anfang Februar, dass jetzt der übergeordnete Trend sich wieder durchzusetzen scheint. Und der ist eben abwärts gerichtet. Und auch das spricht nicht dafür, dass jetzt hier in Europa großartig die Bäume in den Himmel wachsen. Zum Schluss noch den Eurostoxx 50, damit das ganze Bild auch vollständig ist. Hier haben wir zuletzt einen strategischen Ausbruch gesehen, haben wir hier blau umrandet. Der strategische Ausbruch auch mit Schmackes, mit vielen längeren weißen Tageskerzen hier einfach über diese primäre Abwärtstrendlinie, die auch viele schöne Auflagepunkte hat, also auch wirklich signifikant, haben dann gleichzeitig hier den Widerstandsbereich um 3.100 bzw. 3.150 Punkte herausgenommen. Ja, und als diese erste Bewegung dann gelaufen war, das war dann in etwa so zum Jahreswechsel, seither haben wir eigentlich auch mehr oder weniger nur eine seitwärts gerichtete Konsolidierung, die durchaus volatil ist. Sehen hier, dass wir viele Schwankungen haben. Aber letzten Endes ist das einfach nur Ausdruck einer Konsolidierung, die höchstwahrscheinlich eben auch noch nicht beendet ist, wenn wir eben auch alle Argumente, alle Puzzleteile auch, die wir jetzt genannt haben, zusammennehmen. Dann kommen wir einfach zu dem Schluss, dass hier jetzt zumindest kurzfristig diese Rallye nicht fortgesetzt werden wird, sondern einfach eher nochmal hier dieser Konsolidierungs- bzw. Korrekturcharakter eben auch auf der Zeitebene sich nochmal verlängert. Wir haben es auch zuletzt hier gesehen, als der Eurostoxx 50 einfach versucht hat, hier nach oben auszubrechen, hat es einfach nicht geschafft und ist wieder abgetaucht, ähnlich wie der DAX. Und wie gesagt, das spricht jetzt für mich nicht unbedingt dafür, als dass wir jetzt gleich wieder nach oben abgehen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn diese Korrektur dann hier irgendwann mal ideal typischerweise gegen Ende des Quartals beendet wird, dass wir dann auch ja eine sehr, sehr, dass diese Verschnaufpause dann sehr, sehr gesund war. Und diesen Aufwärtstrend vom Sommer 2016 einfach auf eine viel solidere Basis dann gestellt hat, sodass wir dann im Q2 und vielleicht auch noch in Teilen von Q3 einfach hier nochmal eine lukrative Rallye analog zu unserer DAX-Erwartung dann auch sehen können. Ja, dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was wir jetzt über den Aktienmarkt gehört haben. Zum einen sieht es momentan so aus, als ob der US-Markt eher dem Dekadenzyklus folgt. Und das war zu Jahresbeginn nicht unbedingt unsere Erwartung. Wir sind davon ausgegangen, dass der Aktienmarkt erstmal dem Vierjahreszyklus folgen wird und dem Nachwahljahrzyklus. Aber das hat sich momentan nicht eingestellt und da müssen wir die Realitäten anerkennen. Aber wir haben eben auch in diesem Dekadenzyklus jetzt momentan den Zenit schon durchlaufen. Und das bedeutet, dass wir tendenziell eher von der Korrektur dann jetzt ausgehen. Und dann haben wir auch Übertreibungen gesehen in den US-Indizes, teilweise sehr, sehr steile vertikale Kursbewegungen, die so nicht von nachhaltiger Natur sein können. Wir haben ein überhitztes Sentiment, das muss einfach bereinigt werden, was aber dann letzten Endes hinten heraus für den strategischen Part absolut positiv wäre,
denn dann könnten die Märkte einfach sauber Ballast abwerfen und ohne diesen Ballast dann im übernächsten Schritt weiter steigen. Und daher gehen wir nach wie vor davon aus, dass wir, wenn wir eine Korrektur durchlaufen haben, dass wir dann hinten heraus eine, ja, wie soll man sagen, nochmal eine sehr schöne unterjährige Einstiegsgelegenheit an den internationalen Aktienmärkten bekommen. Ja, das war's von meiner Seite. Dann gebe ich zurück an dich, Markus. Danke dir, Armin. Jetzt schaue ich mal, dass mein Bildschirm ordentlich übertragen wird, dass das alles gut läuft. Sieht aber ganz gut aus, dass wir hier gleich den Bildschirm bekommen. Ja, sieht so danach aus. Ja, wir haben von dir gehört, dass der deutsche Aktienindex gerade etwas schwächelt und dass es eventuell eine Korrektur geben könnte. Und in dem Zusammenhang eine mögliche Strategie, die wir hier produkttechnisch umsetzen könnten, wäre, den DAX Short zu gehen. Das ist allerdings gerade vage. Man muss einfach erstmal abwarten, wann man das tun könnte. Und wir haben gesehen oder gehört, dass die Ausbruchsmarke des DAX ist über 11.890 kurz stattgefunden hat. Dann wir uns aber wieder unterhalb von 11.890 befinden. Der nächste Triggerpunkt circa bei 11.690 Punkten im DAX liegt. Was wir dann auch nehmen würden für dieses Produktbeispiel, um einfach zu schauen, dass dies der Einstieg wäre. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt anhand des Guidance Desktop, den Sie alle sehen. Und die meisten von Ihnen oder alle werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Ich zeige es aber trotzdem nochmal hier oben auf der linken Seite, ganz oben im www, im Web, sehen Sie ganz normal hier den Link, wie Sie auf die Webseite kommen können. Ja, und bevor wir dann die Strategie eingeben, nochmal ganz kurz erklärt, hier oben das Produktfenster oder vielmehr das Chartfenster, wo Sie dann gleich auch die verschiedenen Linien sehen und das Ganze grafisch aufbereitet sehen. Und die Eingabemaske ist hier in dem mittleren Bereich zu finden und unten dann das untere Drittel ist dann die Produktwelt, wo die Produkte dann reinkommen, nachdem wir die Strategie festgesetzt haben. Wir sind standardmäßig im DAX unterwegs, das sehen wir hier. Wir könnten den Basiswert verändern, indem wir hier auf Suchen drücken, aber wir sind ja schon beim DAX. Und jetzt geben wir einfach mal die drei wichtigen Parameter ein. Einstieg, das ist in blau gekennzeichnet. Da haben wir gesagt, da würden wir die 11.690 eingeben. Als Kursziel für die Short-Struktur haben wir gesagt, okay, der nächste Widerstand wäre bei 11.400, den es zu testen gilt. Danach haben wir erstmal keinen Widerstand bis 10.800, aber ich würde jetzt hier mal die 11.400 Punkte eingeben wollen. Und als Stop-Loss das heutige Tageshoch verwenden, die 11.860, geben wir auch mal ein, damit sie etwa ja, circa 1,5% weg sind im Stop-Loss. Sie sehen hier unten sehr, sehr schön, dass die Produkte hier reinrieseln mit der Strategie und das Produkt wieder hier, welches sich am obersten Rand befindet, kommt der Strategie, die wir hier umsetzen, am ehesten oder am nächsten. Ja, wie transferiert sich das Ganze hier oben die Produktwelt vielleicht noch ein bisschen genauer einfangen? Da sieht man sehr, sehr schön auch die Abstände. Wir sehen hier oben das Stop-Loss-Level in Rot, den Einstieg in Blau horizontal und das Ziel in Grün. Somit werden auch die Abstände relativ klar dann auch. Wie transferiert sich das Ganze in ein Produkt? Wir sehen das eben hier unten. Die 11.690 Punkte würden in einem Schein, am Shortschein, 2,85 € knapp bedeuten. Das Ziel bei 11.400 in der Short-Version würde dann am Ende mit 5,74 € 75 herauslaufen. Und das Stop-Loss, den wir jetzt nicht so knapp gesetzt haben, bei 1,14 €. Das bedeutet, ich ziehe das mal einen Tick größer, dass Sie alles besser sehen können, würde bedeuten, dass es einen Gewinn ergeben würde von 167 € hier, einen Verlust von knapp 100 € und ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,69. Aber da wir der Strategie folgen und nicht auf das Chance-Risiko-Verhältnis im ersten Blick schauen, ja, ist das auch relativ akzeptabel hier. Wenn wir natürlich weiter eingeben, die 10.000 oder sagen wir, es gibt eigentlich zwischen den 11.690 und den 11.400, danach käme hier nur die 10.800, aber es gibt wohl noch eine saisonale Unterstützung bei 11.200 im März und die geben wir einfach mal ein, wie sich das grafisch verändern würde.
Und dann sehen wir, dass das Chance-Risikoprofil oder Verhältnis hier in dem Fall bei 2,86 wäre oder ansteigen würde auf 2,86. Bei einem Trading-Kapital von 1%, von 10.000 Euro und Sie würden ja, angenommen mal 1% allokieren für diese Strategie, würde das eine Positionsgröße von 165 Euro bedeuten. Das heißt, wann würden wir in diese Strategie oder wann würde diese Strategie greifen? Ja, bei 11.690, da sind wir noch nicht. Das heißt, der Schein würde dann 2,85 Euro kosten und derzeit kostet, ist der Ask-Preis, also der Preis, diesen Schein zu erwerben, bei 1,50 Euro. Wie können Sie dieses Produkt kaufen? Ja, Sie könnten jetzt hier auf den grünen Button, auf den grünen Knopf klicken, Kaufknopf drücken und hier oben letztendlich dann den Broker auswählen. Hier haben wir den Profi-Broker ausgewählt und das wäre die Strategie, die es umzusetzen gelte, die man umsetzen könnte, aber ja, seien Sie einfach noch vorsichtig, seien Sie auf der Hut, das wäre auf jeden Fall eine Strategiemöglichkeit, wenn wir uns Richtung 11.690 bewegen, weil dann mit einer größeren Korrektur zu rechnen ist. Das wäre die Produktseite. Ich würde jetzt an den Dirk weitergeben, der dann mit der Analyse weitermacht, bevor ich dann nochmal zum Ende komme. Ja, Markus, vielen Dank. Dann werde ich jetzt auch einmal die Moderatorenrechte übernehmen. Das dauert einen Moment. So, ich hoffe, dass Sie auch jetzt wieder unsere Präsentation aus dem Research erkennen können. Und ja, darf mich erstmal vorstellen, wie gesagt, Dirk Oppermann. Ich werde neben dem, was gerade mein Kollege Armin Kremser gemacht hatte wieder mich mit den anderen Finanzmärkten auseinandersetzen, neben dem Aktienmarkt. Möchte jedoch zunächst einmal vorwegschicken und betonen, dass es mehr oder weniger, ja, es gilt an Finanzmärkten ein Primat der Politik momentan nicht festzustellen. Seit der Finanzkrise 2008 hat sich ja immer stärker eine politische Vorrangstellung, wenn Sie so wollen, gegenüber der Finanzwirtschaft herausgebildet. Ich als technischer Analyst versuche ja insbesondere die Angebots- und Nachfrageverhältnisse einer Vielzahl von unabhängigen Marktteilnehmern zu analysieren, um daraus dann, wenn Sie so wollen, massenpsychologische Effekte zu erkennen, um dann ähnlich gelagerte Fälle in der Vergangenheit diese Effekte zu vergleichen, um auf der Basis dieser Analyse dann auch eine Prognose zu erstellen. Die Marktkräfte sind jedoch aktuell massiv gestört durch die markanten Einflüsse der Geld- und der Fiskalpolitik. Mit der Wahl von Trump zum US-Präsidenten erhalten wir nun jetzt seit dem vergangenen November eine ganz neue Qualität in den Märkten. Auch wenn ich gerne den Hauptfokus auf die freien Marktkräfte legen möchte, werde ich also damit gezwungen, mich mit den wesentlichen politischen Fakten bei der Analyse für die Finanzmärkte stärker auseinanderzusetzen. Eins will ich jedoch dabei betonen, politisch unerwünschte Marktentwicklungen können eine gewisse Zeit immer wieder unterdrückt werden. Das zeigen auch historische Erfahrungen auf, aber wir können doch hier erkennen, dass langfristig dies nicht gut gehen wird. Und auch beim Armin kam es schon ein klein wenig zum Vorschein. Aktuell scheint es momentan nicht, die Marktteilnehmer nicht stärker negativ zu beeinflussen. Hier sieht man einfach, es geht weiter. Ein hoher Optimismus, der drin ist, gerade in den Vereinigten Staaten in Richtung der Politik von Trump. Ich glaube, dass dieses gesamte Thema uns noch stärker im negativen Kontext gerade für den Aktienmarkt belasten wird im zweiten Halbjahr. Da sind wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh mit diesem Thema, aber ich möchte Sie schon ein bisschen darauf hin ja, deuten, wie unser Weltbild aussieht und wo wir den Knackpunkt sehen. Wie gesagt, gerade im zweiten Halbjahr sehen wir da erhöhte Risiken, gerade beim Aktienmarkt, vielleicht ein Crash herauszubilden. Aktuell, wie gesagt, noch nicht. Möchte jetzt zunächst einmal, weil gerade in den Medien auch viele Marktteilnehmer sehr stark fokussiert sind auf dem, was Trump jetzt macht, noch einmal ganz wesentlich die Bedeutung der Geldpolitik hervorheben und dann auch noch gerade das jetzt mit den weiteren Finanzmärkten so ein bisschen zusammen analysieren und aufzeigen. Das Erste, was ich Ihnen jetzt hier als Grafik mitgebracht habe, ist, das hatte ich auch häufiger die letzten Monate immer wieder mal mitgebracht,
Das ist die Geldmenge einmal oben links in Europa und unten rechts für die USA. Und wir sehen auch, dass wir aktuell eigentlich ein sehr unterschiedliches politisches, geldpolitisches Umfeld uns sozusagen aufgezeigt bekommen auf Basis der Geldmengenentwicklung in Europa und auch in China. Da sieht man, da wird noch in den letzten 2 Jahren so richtig Gas gegeben. Die Geldmenge, die schießt durch die Decke. Sie sehen, innerhalb von 2 Jahren in Europa hat sich die Geldmenge verdreifacht, wohingegen in den USA seit 2 Jahren die Geldmenge sogar schon leicht zwar, aber immerhin zurückkommt. Und wir haben hier ein sehr unterschiedliches Spannungsverhältnis zwischen der einen Seite, die noch Gas gibt, und der anderen Seite, die tendenziell eher vorsichtig sind und sagen, so kann es nicht weitergehen. Und es bleibt weiterhin auch im Gesamtjahr 2017 sehr, sehr spannend zu sehen, wie dieses Spannungsverhältnis nun aufgelöst wird. Als die FED hat ja nochmal betont, dass sie dieses Jahr gewillt ist, man muss es halt schauen, ob es so wirklich auch umgesetzt wird, noch dreimal die Zinssätze zu erhöhen. Also hier kann sich auch im negativen Kontext noch einiges aufzeigen. Anfangen möchte ich jetzt jedoch mit dem Rentenmarkt, und das hatte ich Ihnen auch vor 2 Wochen schon mal aufgezeigt, wie nämlich genau die Geldpolitik wirkt am Anleihenmarkt. Und blau sehen Sie aus den Vereinigten Staaten die Zinssätze, die immer, also blau, einmal die Zinssätze von den Anleihen, und orange, das sind, ja, das sind die US-Fed Funds, also die kurzfristigen Zinssätze. Und da sieht man sehr schön, dass immer, wenn eigentlich die FED die Zinsen erhöhen möchte, dass wir im Vorfeld dann auch steigende Zinssätze beim Anleihenmarkt sehen. Sie sehen das ganz schön, das war 2015 der Fall. Dann wird tatsächlich, die Zinsen werden erhöht. Und was passiert danach? Nach der ersten FED-Zinserhöhung Ende 2015, da sind die Renditen runtergekommen, die Anleihenkurse gestiegen, obwohl, wie gesagt, die Zinsen erhöht wurden. Und das Gleiche haben wir auch jetzt im letzten Jahr gesehen, als die Zinsen erhöht wurden. Und auch hier nochmal mit Trump eine Beschleunigung der Zinssätze, die nach oben gelaufen sind. Dann kam die Zinserhöhung im Dezember, und seitdem läuft der Rentenmarkt nicht mehr so rund, gerade wenn man sich anschaut, welche Dynamik er im Vorfeld gehabt hat. Und das sieht man sehr schön, dass dieses, ich habe es mal so bezeichnet, das Geldpolitik-Paradoxon, dass wenn die FED reagiert, dass dann im Anleihenmarkt so eine kleine Ernüchterung kommt, dass die Zinsen eher runtergehen. Und das muss man sich gerade im Hinterkopf behalten, nämlich, dass wir, wenn es die FED schafft, dreimal die Zinsen in diesem Jahr zu erhöhen, dass wir immer wieder tendenziell noch einmal das Umfeld haben, dass die Zinsen eher nach unten laufen und eher nochmal sinken werden und nicht, was viele Marktteilnehmer erwarten. Das habe ich Ihnen mal hier die aktuellen Stimmungsumfragen mitgebracht für den Rentenmarkt in Deutschland. Dort sieht man gerade, wenn wir uns die rechte Grafik anschauen, von dem strategischen Ausblick der Marktteilnehmer einen hohen Pessimismus weiterhin und verändert seit Monaten eigentlich schon, ein hoher Pessimismus. Niemand erwartet, dass wir strategisch, also auf Sicht der 6 Monate, dass wir fallende Zinsen sehen werden. Und das ist eine Sache, wo der Markt gerne auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und die Überraschung ist ganz eindeutig in dieser Richtung, dass die Zinsen weiter fallen. Hier habe ich jetzt mal die Rendite der 10-jährigen Anleihen mitgebracht, aktuell. Und da sieht man sehr schön, dass wir eigentlich Anfang des Jahres eine gute Chance hatten, dass wir hier nochmal einen deutlichen Zinsanstieg sehen sollten. Rein technisch betrachtet hatten wir eine Chance, eine Bewegung in Richtung 0,6% zu initiieren. Das geschah nicht, und Sie sehen selbst, das ist so ein bisschen hier ja ein gewisses Schwächesignal von Seiten der Zinssätze bzw. von den Kursen, die natürlich dann im Folge eher gestiegen sind, bzw. die Zinssätze, die dann runtergekommen sind am Anleihemarkt. Und aktuell sehe ich wenig Gründe, dass wir durchaus in Deutschland nochmal niedrigere Zinssätze sehen, bis etwa in dem Bereich 0,16%. Wie gesagt, im März, das ist die nächste FED-Sitzung, ist eine gewisse Chance gegeben, dass die Zinsen dort erhöht werden. Und ich denke mal, bis dorthin haben wir also nochmal Platz für fallende Zinsen. Und da müssen wir schauen, wie dann die Marktteilnehmer reagieren. Meine Größe ist erstmal 0,16%, das, was ich als Prognose sozusagen für den Rentenmarkt bei den Anleihenzinssätzen, bei 10-jährigen Anleihenzinssätzen Ihnen jetzt hier mit auf den Weg geben möchte. Gehe ich einen Schritt weiter und schaue mir die Währung an, hier natürlich wieder den Euro zum US-Dollar,
Und natürlich die wesentliche Determinante für die Währungsentwicklung kommt auch wieder von Seiten der Zinsspanne, und zwar der Zinssätze am langen Ende. 10-Jahres-Zinssatz USA und 10-Jahres-Zinssatz Europa. Und die Spanne, das ist das, was auch sehr stark die Kursentwicklung bei der Währung beeinflusst. Sie sehen blau, das ist die Linie, das ist dieser Zinsspread zwischen europäischen Zinssätzen, 10-Jahres-Zinssatz und den Anleihenzinssätzen in den Vereinigten Staaten. Und Sie sehen auch sehr schön, wie massiv wir hier zugunsten von USA, dass die Zinsen viel stärker gestiegen sind als bei uns. Und auch hier sehen wir nach dieser Erholungsbewegung, dieser Verringerung, auch jetzt wieder in den letzten Tagen die Schwäche beim Euro, die auch wieder von der Zinsspanne sehr stark getragen wird. Also ein ganz wesentlicher Faktor, diese Geldpolitik auch für die Währung. Und auch hier haben wir, wenn Sie so wollen, ein gewisses Paradoxon, das hatte ich Ihnen auch schon vor 2 Wochen mitgebracht, dass wir immer im Vorfeld einer Zinserhöhung von der Fed, dass hier im Vorfeld dann auch tatsächlich der Euro schwächer wird. Und wenn dann die Zinserhöhung durchgeführt wird, dass dann im Nachgang, Sie sehen das hier sehr schön, das war 2015 der Fall, als auch jetzt hier aktuell, dass dann im Nachgang nach der Zinserhöhung der Euro fester wird. Also auch so ein gewisses Paradoxon. Und wir sehen das momentan nicht sehr schön, die Zinserhöhung, die durchgeführt wurde. Auch der Euro, der befestigt sich, aber aktuell auch schon wieder mit Blickwinkel, oh, wir werden wahrscheinlich im März eine Zinserhöhung bei der Fed durchführen, sehen wir auch gleichzeitig, dass der Euro jetzt aktuell zur Schwäche neigt. Und wenn wir uns das auch nochmal charttechnisch anschauen, ist eindeutig, wie wichtig es ist, dass wir diese Tiefs, die wir ja die ganze Zeit immer wieder im Fokus hatten, dass wir die aktuell gerade auch wieder testen. Sie sehen, die 1045 ist eine ganz, ganz wichtige Marke, das Tief, was wir hier herausgebildet haben. Wir waren schon einmal drunter gewesen im Dezember, aber halt nicht nachhaltig unter diese Marke gefallen. Im weiteren Verlauf diese Gegenbewegung, aber Sie sehen selbst, alles andere als dynamisch, auch diese abwärtsgerichtete Bewegung ist nicht konterkariert worden. Das heißt, wir befinden uns weiterhin in einem abwärtsgerichteten Bewegung, also in einer schwachen Euro-Entwicklung gegenüber dem US-Dollar. Und das bedeutet, dass wir auch strategisch das hohe Risiko haben, dass wir irgendwann diese Marke hier unterschreiten, gerade auch im Hinblick, dass die Zinsen halt noch dreimal erhöht werden sollten, gerade halt im Vorfeld dann noch immer wieder ein größerer Schub in Richtung Euro-Schwäche, in Richtung festen US-Dollar zu erwarten ist. Und wenn man das auch nochmal längerfristig, das Währungspaar sich anschaut, dann sieht man sehr schön, dass was passiert, wenn wir wirklich unter diese 1,045 nach unten fallen sollten, nachhaltig hier runter rauschen sollten, dann wird nicht nur die Parität unterschritten, denn dann habe ich als Kursziel weiterhin diese 0,97. Auch das ist für Sie, wenn Sie hier häufiger schon reingeschaut haben, von meiner Seite nichts Neues. Ja, mache ich den großen Sprung jetzt zu den Rohstoffen und ja, natürlich auch hier von der Politik stark beeinflusst, brauche ich nicht groß darauf hinweisen. Zunächst zum Goldpreis und dort sehen wir den Zusammenhang, dass wir eigentlich tendenziell einen festeren US-Dollar, dass der zusammenkommt mit einer deutlich schwächeren Entwicklung beim Goldpreis. Aber Sie sehen, die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Wochen hier herausgebildet haben, mit dem schwachen Euro, also mit einem festen US-Dollar, führte nicht dazu, dass der Goldpreis deutlicher unter Druck geraten ist. Und das ist eher mal ein sehr positives Zeichen. Das möchte ich mal als ein positives Zeichen im Hintergrund stehen lassen. Aber ich habe 2 wesentliche Aspekte, wo mich jetzt gerade im kurzfristigen Kontext so ein bisschen die positive Erwartungshaltung für den Goldpreis ein bisschen ja, verlässt, nämlich einmal von Seiten des saisonalen Zykluses. Dort habe ich Ihnen ja auch schon aufgezeigt, saisonal sieht es so aus, dass Januar, Februar die beste Phase ist für den Goldpreis und dass wir mit März jetzt so eine etwas ja, schwächeren Phase in Richtung Frühjahr, Sommer, so eine schwächere Phase hineingeraten. Also einmal saisonal, so ein bisschen Gegenwind, was jetzt in den nächsten Wochen auf uns zukommen sollte. Und ganz, ganz wesentlich, die Stimmung beim Goldpreis ist wieder extrem optimistisch. Ob Sie sich jetzt kurzfristig die Umfragen anschauen, ein hoher Optimismus beim Goldpreis, als auch gerade im strategischen Bereich, nachdem wir zuvor doch deutlich heruntergekommen sind,
Jetzt wieder ein hoher Optimismus und das passt überhaupt nicht in einen deutlich steigenden Goldpreis. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich, obwohl ich jetzt hier sehe, dass wir hier eine Wimpelformation nach oben verlassen haben, eher mal nicht glaube, dass wir deutliche Kurssteigerungen sehen sollten. Ich sehe ein bisschen den Deckel bei 1280 US-Dollar pro Unze, den Deckel drauf. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir noch einmal eine Ernüchterung sehen, vielleicht dann auch, dass wir dann in Richtung ja, einer positiven Entwicklung am Aktienmarkt auch laufen sollten, dass sozusagen diese Trump-Euphorie noch einmal in die zweite Welle sich sozusagen fortsetzt, dass wir dann auch beim Goldpreis unter Druck kommen. Ich glaube, da habe ich auch häufiger darauf hingedeutet, dass ich eigentlich strategisch gar nicht mehr so negativ für Gold bin, so negativ, wie ich jetzt in den letzten Jahren für den Goldpreis war. Ich glaube, dass aber der Goldpreis eher im zweiten Halbjahr die Assetklasse werden sollte, auf die man stärker im positiven Sinne achten sollte. Ich halte es aktuell jetzt noch verfrüht, strategisch auf Gold zu setzen. Als letztes, das habe ich versprochen, ich habe es letztes Mal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, noch ein Blick auf den Rohölpreisentwicklung. Hier sieht es etwas günstiger aus als bei Gold. Wir befinden uns mit Januar, Februar, März, April in den Monaten, wo eigentlich am Stück die beste Performance beim Rohölpreis saisonal abzugreifen ist. Also da sind wir mittendrin, da könnte noch ein Impuls nach oben kommen, saisonal betrachtet. Aber Sie sehen auch gleichzeitig, wir haben diesen massiven Widerstand bei 53 US-Dollar schön nach oben genommen. Und ja, in den letzten Wochen, ja, was passiert hier? Fast überhaupt gar nichts mehr. Es läuft seitwärts, als wenn überhaupt kein Handel stattfinden würde. Das ist untypisch für so eine so wichtige Marke, die nach oben genommen wird. Die Marktteilnehmer sind doch eher mal in einer Warteposition und trauen der ganzen Geschichte nicht so ganz. Ich halte das für gar nicht mal so verkehrt, dieses etwas vorsichtigere Herantasten an den Rohölpreis, weil ich schon sehe, dass wir in Richtung Fracking ein Riesenproblem haben für den Ölpreis, der noch nicht vom Tisch ist, zumal Trump auch immer wieder darauf hingedeutet hat, dass er eher mal für Fracking sich ausspricht. Und ich denke mir mal, dass hier ein Druck strategischer Natur weiterhin auf dem Rohölpreis lastet. Trotzdem, deswegen habe ich auch diese Grafik gleich mit aufgerufen, wir sehen mit dem Ausbruch über 53, dass auch gleichzeitig hier so eine Bodenbildung sich erfolgreich abgeschlossen wurde, dass wir durchaus jetzt in den nächsten Wochen gerade mit dem günstigen saisonalen Umfeld nochmal eine Chance haben, vielleicht das letzte Mal einen positiven Impuls in Richtung 68 US-Dollar zu initiieren. Strategisch bleibe ich jedoch weiterhin vorsichtig für den Rohölpreis und sehe hier doch eher nochmal Risiken, dass wir nicht unter die Räder kommen, aber dass wir zumindest nicht dynamischer stärker nach oben laufen. Und das ist natürlich auch wieder eine politische Geschichte, inwiefern Trump hier seinem sogenannten Freund Putin entgegenkommt und mit dem Fracking das nicht so stark ausweitet. Aber ich denke, wie gesagt, rein charttechnisch betrachtet haben wir durchaus nochmal ein Überraschungspotenzial in Richtung 68 US-Dollar. Mehr sehe ich jedoch nicht. Ja, das war's im Schnelldurchlauf wieder mal von meiner Seite und würde dann auch wieder an Markus abgeben. Würde mich auf jeden Fall bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn Sie das nächste Mal bei uns einschalten würden. Danke. Vielen Dank, Dirk. Last but not least, was erwartet uns die nächste Woche? Dann nächste Woche am 6.3. wieder montags begrüßen wir wieder ganz herzlich unser Ensemble der Trading-Gruppe 2.0. Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Wir werden wieder die Märkte analysieren zur bekannten Uhrzeit. Ich hoffe, Sie sind alle dabei. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken heute Abend bei euch beiden, Dirk und Armin. Es hat viel Spaß gemacht. Wir sind super gut durchgekommen. Und ich sage Tschüss. Ich wünsche allen einen schönen Abend, restlichen Rosenmontagabend, vielleicht noch ein Gläschen Bier oder was auch immer dazugehört. Und ja, ich wünsche Ihnen ein weiterhin glückliches Händchen beim Traden. Machen Sie es gut.